und heute für euch im Video die Momentcam. Momentcam ist eine App, mit der man sich als Cartoon oder als GIF erstellen kann. Sie ist für iOS und Android verfügbar. Anhand eines Fotos werde ich euch die zwei Funktionen erklären, wie sie funktionieren. Wie ihr schon auf der Hauptseite seht, sind die zwei Funktionen, die ich schon gerade eben genannt habe, zu sehen, plus der Shop und die Mumi World. Fangen wir mit der ersten Funktion an, wie man sich als Cartoon erstellen lassen kann. Als erstes müssen wir ein Bild von unserem Kopf erstellen. Danach können wir Mund und Nase an ein Bild anpassen, wenn es hier es gezeigt hätte. Mund und die Augen müssen dann angepasst werden. Dann sehen wir, wie wir als Cartoon aussehen. Mit dem Originalbild, was uns gleich angezeigt wird. Im zweiten Schritt können wir uns jetzt verschiedene Haarfrisuren, die zu unserem Typ passt, aussuchen. Dann bestimmen wir unseren Hautton. In diesem Schritt könnt ihr euch eine Brille aussuchen. Es ist für die geeignet, die keine haben. Sonst, wie hier zu sehen, überlappt die Brille die andere. Oder am besten, ihr trägt, wenn ihr ein Bild macht, keine Brille dazu. Dann könnt ihr euch hier eine aussuchen, die zu eurem Typ passt. Wenn ihr mögt, könnt ihr wie im echten Leben euch einen Bart geben. Hier habt ihr auch sämtliche Auswahl. Von viel Bart bis zum wenig. So, jetzt können wir uns auch Augen aussuchen, auch Augenpartien, Augenfarbe, weil wir ja das nicht geschossen haben und dann die richtige Position noch bringen. Es gibt ganz verschiedene, von Frauen bis Männeraugen, alles was ihr euch vorstellen könnt. Wenn du blonde Haare hast und deine Augenbrauen sowieso schon schwach zu sehen sind, kannst du dir hier noch Augenbrauen hinzufügen, wenn die App die nicht mitgeschossen hat. Jetzt können wir uns noch Grimassen hinzufügen. Lachen, überschwängliches Lachen. Oh Gott! Nee. So sieht das jetzt besser aus. So, jetzt können wir uns auch noch eine Kopfbedeckung geben, eine Käppi, eine Mütze. Ja. Nee, die ist zu einfach. Die sieht mir zu einfach aus. Ich würde mir immer die andere kaufen. Nee. Vielleicht die. Ja, die würde ich mir sowieso jetzt kaufen. Ja. Das sieht so gut aus. Dann kann man sich noch jetzt so Schmuck, wenn man seine Frau ist, in verschiedenen Formen und Farben aussuchen. Ja. Genau, da ich keine Frau bin, mache ich die jetzt uns weg. Dann kann man sich noch Diadem und Perücken aussuchen. Das ist auch noch mal was. Ja, genau. So, und jetzt können wir uns als Superman oder Superfrau oder was weiß auch machen, einen anderen Hintergrund reinsetzen. Genau, auf den Roller, das ist auch schön. Oder hier. Und uns dazu noch Sprechblasen verschiedener Art aussuchen und auch die Schrift mit Farbe machen. Ja, das ist auch gut. Und was können wir hier noch machen? Oh, uns auch noch Gegenstände wie ein Schneemann und andere. Genau, so ein Hütchen ist das. Genau. Oh, jetzt gucken wir mal, wie wir als so eine Giftdatei aussehen könnten. Und langen Schnacken, Koppen nacken und los geht's. Wenn sich das alles geladen hat, dann können wir hier verschiedene Giftdateien sehen. Hier auch bei Facebook sehen könnt, hier so wie Minion, eine Katze, ein Cheerleader haben wir da gesehen. Und was kommt jetzt? Oh, aus dem Fenster gucken, winken, was haben wir denn noch? So, hi sagen, hi, yeah!
super. Man kann hier alles wählen. Du kannst alles auf Facebook, WhatsApp, Instagram teilen und im Messenger kannst du es an Freunde verschicken. Links unten kommst du jetzt zum Shop. Mal gucken, was uns jetzt im Shop so erwartet. Oh, wir können Kissen, Tassen machen. Oh, auf so ein Autokissen für die Fahrt und Nackenkissen. Joa. Oh, als Bild kann man es ja auch machen. Oh, der Regenschirm sieht aber toll aus. So einen hätte ich gerne. Mal jetzt zur Mumienwelt. Hier sehen wir verschiedene Channels zu verschiedenen Themen wie Cosplay, Hungry, Sport und auch Mumien School. Da lernt man hier was über die App auch noch. In verschiedenen Channels können wir auch unser eigenes Bild reinladen und man sieht auch andere Projekte, wie sich Leute da verschönert haben. Ja, hier hat sich jetzt die Frau nicht verschönert, hier das Essen auch nicht. Ich weiß nicht, warum das da reingehört, aber naja. Was ich noch vergessen habe zu sagen, wenn du dir deine Comicfigur ohne die Giftdatei, die du erstellt hast, die runterlädst auf dein Handy, dann wirst du ein Wasserzeichen drin haben. Man kann es wahrscheinlich auch kaufen. Aber wie viel es kostet, das weiß ich nicht, ich habe es nicht rausgefunden. Und wenn dir das gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch, klick auf die Glocke, die du unten siehst, neben den Abonnier-Button und gib uns Vorschläge, was wir noch so alles vorstellen könnten. Und ich bin Michael auf dem Appler-Kanal und ich sag bis zum nächsten Mal und ciao.